lustig gewesen. Und da ist Väter. Nein, das ist Brüderchen. Schön weiterarbeiten. Bis geroh. Nein, da ist eine Kiste. Nicht zu viel, Giovanni. Francesco de Pazzi ist im Kerker. Was? Die Drohung ist beendet. Cool. Ah, hier. Muss in die Tür rein. Alles klar. Okay. Ah, mein Sohn. Du kennst meinen Freund. Ja. Guten Morgen, Konfaloniere Alberti. Dankeschön. Ja, habe ich. Sie, Padre. Aber scheinbar ist Lorenzo nicht in der Stadt. Das habe ich nicht erwartet. Was macht das schon? Dann wartest du noch ein, zwei Tage. Hör mal, deine Mutter und Schwester haben nach dir gesucht. Ich werde dich bald brauchen. Aber schau, ob du ihnen nicht helfen kannst. Seid ihr sicher? Ja, nun würdest du uns entschuldigen. Okay. Es war nett, dich zu sehen. Ja, echt dich auch, Dickerchen. So, wohin nun? Hier, ich glaube, das ist meine Mutter oder meine Schwester oder was auch immer. Hey, Claudia, wie geht's dir? Ganz gut. Claudia? Du sollst mir doch nichts vormachen. Es ist du, Joe. Was ist mit ihm? Ich glaube, er war untreu. Oh mein Gott. Die anderen Mädchen. Böser. Ich dachte, sie wären Freundinnen. Hyänen. Ohne die ging's dir besser. Ich liebte ihn. Nein, Claudia. Das hast du dir eingebildet. Er soll büßen für das, was er getan hat. Gut. Warte. Darf ich ihn töten? Ich werde einen Takt mit ihm reden. Juhu. Alles klar. Werde ich tun. Mach ich. Ja, ich werde sagen. Gerechte Strafe. Du, Tio aufspüren und bestrafen. Tu ich doch. Wo finde ich den? Zuerst mal irgendwie auf dem Gebäude. Hier geht's, glaube ich. Da-da-da. Schneller, 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 schneller. Wo geht's nun hin? Wow, was war das? Das war, glaube ich, ein Lag. Und hüpfen. Und dann über dieses komische Seilding. Wozu auch immer das gut sein soll. Dann am besten hier hoch. Und wir sind noch einige kurze Meter von ihm entfernt. Und wir können da hochgehen, um Aussichtsturm zu... Ich glaube, das tue ich gleich. Ja, ich liebe Aussichtstürme, die sind so... aussichtsreich. Der war nicht lustig, ich weiß. Und dann gehen wir hier runter. Springst du runter, du lieber Ezio. So. Wie kommen wir am besten hier... Oh Gott. Oh mein Gott, die stolpern über sich selber, diese Vollidioten. Und den hier... Bam, bam, bam. Mein Gott. Schande. Oh mein Gott. Wollt ihr weg oder wollt ihr... Ja, ja. Nein, ich bin nur ein zukünftiger Assassine. Kann ich hier hoch? Nein. Dann... Wie komme ich hier hoch? Wie komme ich auf diese beschissene Kirche? Hier vielleicht? Nee. Gut, ich habe einen... Oder hier vielleicht? Yeah. Und nun? Toll, das hat mir auch nichts gebracht. Probieren wir es einfach... von dieser Seite hier. Irgendwie... und ein weiterer Lag. Deswegen, kurz Pause. Und los geht's mit der Turmerkundung. Vielleicht hier. Sieht schon mal vielversprechend aus. Jetzt hier hoch und dann rüber da. Wow, das war knapp, würde ich sagen. Dann probieren wir mal hier. Was ist das für einer? Ein Maler, hurra. Am besten gehen wir einfach mal ganz hoch. So, wir sind oben. Das hat uns gerade mal gar nichts gebracht, merke ich. So, und wie kommen wir jetzt darüber?
ohne irgendwie auf die Fresse zu fallen. Gehen wir einfach mal hier runter. Und schauen, ob wir so hier rüberkommen. Huah! Naja, kann sich schon mal festhalten. Das ist ein gutes Zeichen. Yeah, das sieht doch schon besser aus. Und in der Kirche ist alles im Bau. Okay, klettern wir mal so rum. Sieht schlecht aus. Irgendwo muss es doch hier hochgehen. Du sollst da hochspringen. Wie zur Hölle? Was zum? Will da hoch. Wie komme ich da hoch? Ah, ich glaube, ich habe gesehen. Hier dieses komische Dingens hier. Ha! Es war einmal Xoneris. Er war richtig awesome. Eine Kiste mit Sachen drin, die man plündern kann. Oh mein Gott. Was haben wir hier? Geld. Ganz viele tolle Geld. Ich glaube, von unten hier hoch kann ich nicht. Dann probieren wir uns irgendwie hier lang. Nein, das geht auch nicht. Dann hier geht's, glaube ich. Ja, das funktioniert auch super. Und sind wir schon bald oben? Nee, noch überhaupt nicht. Gut, dann hier hoch. Eins weiter. Kommst du hier hoch, Kollege? Ja, alles klar, super gut. Dann hier auf dem Pfeiler. Aber was ich gerade sage, ist wahnsinnig tiefgründig. Dann gehst du hier und dann machst du das und dann tust du dies und... Oh mein Gott. Yay, wir sind oben. Was ist hier unten? Hier würden wir in den Tod fallen, grausam und voller Schmerzen. Und wir überblicken hier jetzt mal die gesamte Stadt Florenz. Okay. Ist ziemlich groß. Und wir synchronisieren mal. Und ich gähne jetzt. Und jetzt ein richtig großer Todessprung. Und hua! 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 Und er fällt und... Okay, Aussichtsturm. Geschafft. Wow. Nur das Beste für dich. Gott, ist die dick und hässlich. Aber was ist mit Claudia? Ich dachte, ihr werdet einander versprochen. Vater sagt, mir gebührt was Besseres als eine Auditore. Was? Niemals. Auditore sind die Besten. Oh, du Schurke. Komm, lass uns spazieren. Spazieren? Ich hatte etwas ganz anderes im Sinn. Oh, Duccio. Du böser Junge, du. Du böser Junge. Dafür wärst du... Hey! Du dreckiges Schwein! Ja, genau, das wollte ich sagen. Ezio, mein Freund. Was zum Teufel? Genau. Du beleidigst meine Schwester und gockelst mit dieser Putana. Putana. Wovon redest du überhaupt? Ich sah, was du ihr gabst. Hörte, was du sagtest. Wäre deiner Schwester ihre Keuschheit nicht so wichtig? Du brichst ihr Herz. Und jetzt werde ich dir die Nase brechen. Aha. Ihr Auditore könnt alle reden. Aber bist du sicher? Du wirst deine große Klappe bereuen. Ich hätte deiner Schwester viele Dinge beibringen können. Ich werde dich... froh sein, jemanden wie mich gehabt zu haben. Bastardo! Genau, du Dreckiger. Und jetzt auf die Eier treten. Und gleich nochmal. Hier, das kannst du haben, du Penner. Okay. Hua! Und nochmal. Und kicken und... Bam! Ich gebe auf. Was hast du davon? Dafür werde ich dich jetzt... Lass die Finger von meiner Schwester! Und jetzt? Ich will ihn gleich nochmal hauen. Schlägerei-Mission freigeschaltet. Schlägerei-Mission. So. Gerechte Strafe. Synchronisiert. Und jetzt gehen wir wieder zurück zu unserer lieben Schwester. Schlägerei freigeschaltet. Was auch immer das ist. Da, 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 da.
So, wie kommen wir jetzt am besten zurück zu Schwesterlein? Ich habe die Karte noch sowas von überhaupt nicht im Blick. Hier durch? Yay! Hey, Ezio! Das ist mein kleiner Bruder. Wer ist das? Was machst du hier draußen, Petruccio? Du solltest im Bett sein. Ich will diese Federn. Wofür? Ist ein Geheimnis. Wenn ich sie dir hole, gehst du dann wieder rein? Ja, versprochen. Juhu, ich kann klettern gehen. Petruccios Geheimnis. Adlerfedern für den kleinen Bruder sammeln, bevor dieser bestraft wird, weil er das Bett verlassen hat. Oh mein Gott. Oh mein Gott, nur 2 Minuten. Ich hasse Zeit, Zeugs. Oh Gott, ich muss noch mehr von denen sammeln? Naja, okay, 2 Minuten sollten eigentlich reichen. Gehen wir hier rüber. Dann gehen wir hier rüber. Was zur Hölle? Wie weit hinten liegen die eigentlich, bitte? Hör auf so zu wackeln, du dummes Ding. Spring! Gut, ich sehe es, ich sehe es. Ich sehe es. Gut. Schneller. Ich habe noch 2 Minuten. Das sollte ich locker schaffen. Das sind die letzten. Und hier. Sehr gut. Und geschafft. Mein Gott. Welcher Volltrottel hätte das jetzt nicht geschafft? Oh mein Gott. Ich hab